I don't believe in myself, but I believe in you. שלום חברים, אהובים, אהובים, מה שלומכם? אנחנו פה היום. Hallo liebe wundervolle Freunde, wie geht's euch? Wir sind hier in einem sehr festlichen Mahlzeit. Mit uns zusammen ist Igal, Marek. Was für eine Aufregung, was für ein Fest für uns. Und das Thema für uns ist, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen, durch Annullierung. Wir sind heute in einem wundervollen Weg, den Rav uns führt und leitet. Und ein bisschen mehr schreiten wir fort. Wie erreichen wir den Punkt, wo wir zusammen sind, dass wir damit Erfolg haben, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen? Also lass uns ein Lachaim erheben, Zufriedenheit für den Schöpfer durch unsere Annullierung. Lass uns unsere Becher erheben, Annullierung, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen. Und wir wollten beginnen mit einigen Worten von Rav, der über dieses Thema spricht, über Ibur und das spirituelle Niveau betreten. הפעולה הראשונה שאנחנו לומדים בעבודה הרוחנית Die erste Handlung, die wir lernen in der spirituellen Arbeit, ist Annullierung. Denn was in uns ist, ist ein Verlangen, eine egoistische Kraft, und wir müssen sie annullieren. Wir haben keine Gelegenheit, sie zu annullieren, sondern nur, wenn ich näher zu den Freunden komme, dass ich die Schöpfer sie betritt und langsam reinige ich mich. Das bedeutet, dass ich die Mikwe, das Tauchbad, betrete. Das Wasser reinigt mich von all dem Schmutz und so korrigiere ich mich. Alles ist in der Verbindung zwischen uns. Was bedeutet, dass alles, was wir tun müssen, ist es, noch mehr in die Verbindung zu treten, um zu sehen, wie dort die eine Kraft offenbart wird, die eine einzige Kraft der Schöpfer. Von Shamati Bala Sulam, Auszug Nummer 1. Was ist das Maß des Glaubens an den Rav? Man muss seine Herrschaft vor der Herrschaft des Schöpfers annullieren und sagen, dass man nicht für sich selbst leben will. Und der einzige Grund, warum er existieren will, ist, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen. Dadurch annulliert man seine eigene Herrschaft vollständig. Und dann befindet man sich in der einzigen Herrschaft, der Herrschaft des Schöpfers. Nur dann kann er die Wahrheit sehen, wie der Schöpfer die Welt durch die Qualität des Guten und das Tun des Guten führt. Doch solange er in mehreren Herrschaften ist, das heißt, wenn er noch zwei Wünsche in Verstand und Herz hat, kann er die Wahrheit nicht sehen. Stattdessen muss er über den Verstand gehen und sagen, sie haben Augen, aber sie sehen die Wahrheit nicht.
שמענו בקליפ, וגם קראנו בקטע, Wir hörten im Videoclip und haben das auch in diesem Auszug gelesen, wie sehr wir nun das betreten. Und Raff führt uns zu einem sehr tiefen innerlichen Prozess, dass das gesamte Weltkli dazu gebracht wird, dem Schöpfer Zufriedenheit zu geben. Zu unserer Sorge, Raff fühlt sich nicht so gut. Er ist nicht mit uns im Broadcast, in der Ausstrahlung. Aber wir wollen die warmen Worte von ihm hören, die er spricht zu uns. Lass uns das anschauen. Ich bin sehr inspiriert, darüber sprechen zu können. Denn dieser Prozess, den wir nun durchgehen heute, wir können sagen, es ist für das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, in der Entwicklung der Korrektur der Welt, dass eine solche Gruppe, solche die vielschichtige Gruppe, die faktisch die gesamte Menschheit repräsentiert. Und sie geht durch all diese Stadien hindurch. Das ist sehr bewegend. Denn in Wahrheit, unser Erfolg, die ganze Welt hängt davon ab. Und in dem Maße, wie sie sich verbinden und sich nach uns richten, deswegen müssen sie so verantwortlich sein für die gesamte Menschheit, dass sie hinter uns ist, mit uns ist. Und so wie mit diesem kleinen Tropfen des Samens, der den Fötus initiiert, so müssen auch wir, wie wir für die Menschheit sein, wie der Tropfen Samen, von dem alle Korrekturen der zerbrochenen Seele zu uns kommen. Es gibt keine Zeit, sondern nichts, nur die Verbindung und die Korrektur und die Richtung unserer Korrektur, die das definiert. Also, wir werden fortsetzen. Und ich frage konstant von euch, permanent, in allen Gruppen, während des Tages, nicht mit vielen Worten, aber die Wichtigkeit des Prozesses erheben, den wir durchlaufen. Okay, lasst uns nun einen Workshop machen. Und wie Raff sagte, er ist aufgeregt, er ist inspiriert. Und jeder Freund wird nun durch ein paar Worte den Prozess erwecken, durch den wir durchgehen hinsichtlich Ibur. Jeder Freund in einigen Sätzen erhebt die Wichtigkeit des Prozesses, den wir durchlaufen hinsichtlich Ibur. Wow, es ist increíble. Dale, dale, un besito. Bueno, sí, es increíble porque this is amazing. Erstaunlich. Es ist erstaunlich, weil diese Tiefe, in der wir uns einander einbeziehen, einer in den anderen, graduell in einen Prozess, den wir nicht fühlen, denn er ist so süß, so wie Raff uns führt, und der Weg, wie die höhere Vorsehung uns einbezieht in einen Ort, das ist erstaunlich. Mit Gewissheit werden wir Erfolg haben in den voraufkommenden Tagen oder Stunden. Der nächste Freund spricht. Der Schöpfer sendet. Der Schöpfer sendet uns, darüber nachzudenken, über ein Ziel für einen Grund. Ausmaße, in dem wir fortsetzen und die Verbindung zwischen uns stärken. Die Eigenschaft unserer Verbindung. Dadurch ziehen wir das Licht an, das reformiert. Und wir werden in Übereinstimmung mit dem Licht sein. Nicht nur für uns, sondern für die gesamte Menschheit, um die Herzen zu füllen.
um die Herzen zu füllen, den Herz der Menschheit. Markus? Ja, Freunde, wow. Wir kamen zur Welt mit dem Verlangen zu genießen, mit einem egoistischen Verlangen. Und hier sind wir im Zehner. Entwickeln wir uns auf ein Niveau, dass unser Lehrer uns lehrt. Das weitet sich aus aufgrund unserer Beziehung, wo der spirituelle Bereich sich enthüllen kann, aufgrund von immer stärker intensivierenden Beziehungen, aufgrund unserer Anstrengung, um ein Rohr zu sein, eine Pipeline für den Rest der Menschheit. Der nächste Freund spricht. Wirklich wundervoll. Das war nicht unsere Entscheidung, dass wir hierher kommen. Es war der Schöpfer, der uns erweckt hat. Und er hat uns gestoßen, hierher zu kommen. Und nun der nächste Schritt in der Empfängnis, müssen wir auf einer täglichen Basis daran arbeiten, um Anstrengungen zu machen, um die ganze Annullierung zu erlangen, damit wir ein Gefäß sein können in den Händen des Schöpfers, dass er durch uns fähig sein wird, hindurchzureichen, das Gefäß des Gebens. Der nächste Freund spricht. Ja, es ist wie ihr sagtet, Freunde, ein Gefäß des Gebens werden für die gesamte Menschheit. Das bedeutet eine Seele, das ist eine Sache. Alles, was wir in dieser Gruppe tun, jeder fühlt es. Und so ist es für jeden von uns. Also wenn jemand teilnehmen möchte, auf eine persistente Art und Weise, das wird jeden erheben. Ja, Freunde. Der gesamte Prozess beginnt mit Ibur, Empfängnis, wo wir nur fokussiert sind auf das eine Funkenlicht, das gewachsen sollte. Und wir stellen uns vor, dass wir im Binar sind, in dem Punkt von der Mutter, und das ist, wie wir alle fortschreiten. Il y a des jours, des moments qui passent en retour. Le ciel semble être proche, un fil de grâce s'étend. Faut des forces, du courage, ne pas remettre à demain. Qui sait si jamais ou bien quand ce jour va revenir. Faut des forces, du courage, ne pas remettre à demain. Qui sait si jamais ou bien quand ce jour va revenir. Il est bien temps de demander. Demander, une grande flamme jaillira dans notre cœur. Il est bien temps de demander, encore et toujours demander, que tout ce bien apporte à tous le bonheur. ימים נדירים, רגעים שחולפים בלי שוב, השמיים קרובים, חוט של חסד נמתח, וצריך לאזוף, ואסור להגיד מחר, מי יודע מתי בכלל, יום כמו זה יחזור, וצריך לאזוף, ואסור להגיד. זה יחזור. זהו הזמן רק לבקש, רק לבקש, רק לבקש, ובליבנו רק
יש לנו חבר יקר מאוד שהולך לדבר כרגע. Ein sehr toller Freund, der jetzt bald sprechen gehen wird. Ich habe nicht das Recht gehabt, mit ihm zu sprechen bis heute. Ich habe keine Möglichkeit, aber die Fähigkeit, die Form, wie er sieht, die Kraft, welche er ausstrahlt. Genauso wird auf dem Bildschirm alle Freunde auf der ganzen Welt sehen. Wir sehen in jedem Freund die Kraft und die Power, die er den Freunden vermittelt. Und dieser teure Freund, der Freund von der georgischen Gruppe, welche in Estland wohnt, der große Saal. Und ihr kennt ihn alle, denn ihr seht, wie er sitzt und wirklich ohne Worte spürt man seine innerlichen Absichten. Dieser Freund sitzt und denkt an die Freunde. Wir brauchen auch keine Worte mehr. Das Gefühl geht von diesem tollen Freund aus Sasa. Bitte schön. Danke, liebe Freunde, das ist echt, dass ich mir große Sorgen mache. Und so ist es eine tolle Ehre, vor euch zu sprechen, vor euch zu erscheinen, vor dem Ganzen wirklich. Was für eine Freude erweckt diese Versammlung. Es ist keine Zeit, keine irdische Welt. Alles ist nur eine Kraft. Diese Kraft offenbart sich gerade in unserem Treffen. Lasst uns jenem Schuldigen, dem Schöpfer, danken dafür, dass er uns versammelt hat. Und überhaupt, dass er uns geboren hat, dass er uns diesen Punkt im Herzen geöffnet hat, dass er uns verwandelt hat. Dass wir einander haben. Dafür, dass er uns eine Lehre gibt, einen Wegbegleiter, einen tollen Meister. Er hat uns gelernt, uns zu annullieren. Und damit wir lernen, uns zu annullieren, haben wir die Möglichkeit, uns im Team zu versammeln. Und einen großen Schritt nach vorne zu machen in unserer Entwicklung. Unsere Zeit nähert sich dem Kongress, der vor uns steht, und ich wollte mit euch eine Geschichte teilen, welche bei einem Kongress vor einigen Jahren passiert ist. Es gab ein physischer Kongress. Und ich mit mir von einem Freund von seiner Größe. Dieser Freund ist Adam. Und er rechtfertigt seinen Namen. Er rechtfertigt ein sehr großer Mann. Du bist jetzt nicht zu einem Kongress, sondern wir haben uns verbunden in unserem Hause. Lassen auf dem Boden und warteten, dass dieser große Kongress. Und es passiert, dass plötzlich seine Wirbelsäule, meine Hüften plötzlich gelähmt waren. Und ich kann nicht darüber reden, überhaupt irgendwo hinzugehen. Ich konnte nicht mal aufstehen. Plötzlich erscheint der Adam. Und er hat mich auf dem Boden gefunden und mir sagte, er hat mir seine Behandlung gegeben, einige Manipulationen, und sagte mir, am Morgen wirst du zum Kongress gehen. Ich habe nicht geglaubt, dass es morgen passieren wird. Ich konnte nicht glauben, dass es auch passieren wird. Und ich hab schon bereits mich begonnen, mich mit Gedanken anzufreunden, dass ich zum Kongress nicht gehen werde. Am nächsten Morgen stehe ich auf und renne wie ein Baby, wie ein Kleinkind. Und nichts tut mir mehr weh. Man hat mich vom Tod gerettet, wirklich, ehrlich. Und wie kannst du hinkommen und nicht zum Kongress kommen? Was kann es auch anderes, Schlimmeres im Leben geben? Und so, ich bin voller Dankbarkeit. Was kann noch Schlimmeres als das sein, dass ich nicht zum Kongress kommen konnte? Also, ich bin dankbar dem Freund Adam. Ich weiß nicht, wie ich ihm danken und loben soll für diese tolle Sache.
Aber der Kongress hat begonnen und es ist klar, dass es schwer war, dort sich zu treffen und zu finden. Und es ist etwas Zeit vor Beginn. Ich glaube, ein ganzes Jahr ist vor Beginn. Im nächsten Jahr kam ich wieder zu einem Kongress und habe Adam getroffen. Wieder. Und so eine, wisst ihr, was mich begeistert hat in seinen Augen? War so viel, so große Freude und so ein Glück, mich zu sehen. So, als hätte ich ihn gerettet vom Tod. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Unglaubliches und Unbeschreibliches. Ein großes Beispiel, ein großer Freund, eine große Seele. Obwohl ich mich an ihn erinnere, steigen meine Tränen auf und steigen oft bis in den Hals. Nach haben wir uns wieder einige Mal getroffen und jetzt mal nach diesem Treffen mit ihm. Jetzt weiß ich nicht. Wir haben uns weiter getroffen. So ein Glück, so eine Herzenswärme. In seinen Augen war alles vorhanden. Er hätte mich erzogen, in mich alles investiert. So lasst uns Freunde. Jeder Einzelne von uns hat natürlich eine ähnliche Geschichte. Wenn man ihm auf den Händen hebt, uns auf die Hände hebt und uns trägt, uns ein Beispiel gibt, wie wir hinauskommen können. Lasst uns ein Lachaim auf unseren großen Freund heben. Lasst uns auf die Freunde Lachaim, welche wir jeden Tag auf unseren Bildschirmen sehen. Wir sehen, welche Sorge in seinen Augen existiert. Wir können sehen, man kann dass er bereit ist, für dich zu beten und in Hilfe zu kommen. Freunde, Lachaim, auf diese tollen Freunde, auf unseren tollen Rav. Lachaim, Freunde. Lachaim, unser Rav. Lachaim für uns alle. Teure Freunde, die Gruppen im Bnei Baruch, welche in der Welt auferstanden sind, nach jeder Gruppe gibt es eine große Geschichte. Und der nächste Freund, den wir sprechen werden, dem reden werden, ist ein Freund. Ist ein Freund, welcher ständig gebetet. Aber das Herz der Gruppe hat immer gesucht, nach einer Gruppe gesucht in Bulgarien. Er wollte eine Gruppe haben in Bulgarien. Alle seine Gebete führten im Endeffekt erhört und führten dazu, dass eine Gruppe entstanden ist. Gehen wir über zum Herzen der bulgarischen Gruppe zu Lubomir. Bitte Lubomir. Lubomir, ja, vielen Dank, liebe Freunde, dass ich so eine Ehre recht habe, gemeinsam mit meinen Freunden ein Lachaim zu erheben. Ich möchte mit euch meine Eindrücke teilen, dass ich das erste Mal zum Kongress gekommen bin, nach dem ersten Semester in Bulgarien, war dieser Kongress in Bulgarien vor circa ungefähr 8 Jahren. Für mich war das was unglaublich Tolles, dass ich in der Lage gewesen bin, Lachaim mit Mario zu erheben, die Freunde von der bulgarischen Gruppe kennenzulernen, welche meine Seele sind. Es gab Steve, Babel und noch andere weitere Freunde. Es hat mich sehr beeindruckt, dass es Menschen gibt, welche die ganze Welt versammelte sich dort. Ich traf mich und lernte Freunde aus Kanada, aus der USA kennen und noch von vielen anderen Orten. Und alle waren dort. Ich dachte, dass wir nicht Russisch sprechen. Kanada, Alaska, Bulgarien. Und gab es auch einen Freund, er kennt ihn alle, Wladimir Maximenko. Ich verspürte einen großen Neid von der Verbindung, welche sie hatten. Und ich habe die Ehre gehabt, in einer Gruppe zu sein, wo es Freunde aus den USA gibt, vom weiten Osten, fernen Osten.
von USA, von Südamerika. Das ist ein Vorbild für mich, ein Beispiel für mich, wie man als Freund in einer virtuellen Gruppe sein kann, wie kann man so richtig mit den Freunden zusammenarbeiten. Ich war groß begeistert von der Verbrüderung, von der Verbindung in der Gruppe in Sofia, in Georgien. Ich fühlte diese Wärme und ihr wisst, dass danach, auf allen Kongressen, welche danach kamen, ich diesen Tropfen gefühlt habe. Diese Empfindung, dass die ganze Welt sich versammelte, sie zu verbinden, aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, aber sie alle fühlen sich wie Brüder. Und ich fühlte diese große Sache, diese große Empfindung, welche in der ganzen Welt sein musste. Und ich bin mir sicher, dass jeder Freund auf dieser Erde mit Hilfe des Schöpfers jeder Mensch in der Lage sein wird, diese Wärme zu spüren. Und lass uns alle heim auf alle Freunde heben. Zum Wohle aller Freunde im gesamten Weltkrieg. Dass sie eine Familie sein mögen. Eine tolle Empfindung, dass sie alle eine Familie sind. Und meine Freunde im Zehner in den letzten Jahren sich so nahe gekommen sind, dass wir uns so sehr einander näher gekommen sind, bis wir alle eins sind. L'chaim lebruch, l'chaim vor. Said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are a village, that's how we used to be. We are a village, and we're living in unity. We are a village, that's how we used to be. One body and one voice for everybody. Spreading the unity within. We are all like little drops of water streaming into one hole. And we are all brave spiritual warriors racing toward the goal. If all we are is alone here, then what are we human for? Human for? And what are we doing banging on knuckles on a wide open door? We are a village, that's how we used to be. We'll be right back.
טוב, החבר הבא שהולך לדבר איתנו זה חבר יקר מדרום אמריקה. Der nächste Freund, der von uns sprechen wird, ist der Freund aus Südamerika, wie der Frau Rav diese Freunde aus Südamerika liebt. Wenn er zu ihnen kommt, es öffnet sich sein Herz, er fühlt, dass man ihn liebt. Und sein breites Herz, das südamerikanische Herz, kommt zu uns, um 3 Monate zu sein. Und noch bereits vorher, vor Zeit davor, war das Herz bereits hier und er viel Zeit. Und er arbeitete in der Küche und drehte sich immer mit einem großen Lachen auf dem Gesicht und du hast von seinem großen Herz gefühlt, wie sehr er die Freunde liebt. Jesus von Lateinamerika 2. L'chaim. Wow, ach, teure Freunde, dieser Moment, an dem ein Freund, der Freund das Petach Tikva beschreibt, so gab es einige der schönsten Momente, die ich gehabt habe. Das ist meine erste Reise außerhalb von Mexiko, meine erste Reise nach Israel. Ich habe kein Land getroffen, das erste Land, welches ich besucht habe. Beim Kongress, 2 Monate bevor der Kongress begonnen hat, war das ein tolles, unglaubliches Erlebnis. Ich erinnere mich an jeden Moment, an den wirklich, jeden Moment da wirklich Ausschlag gegeben mit dem alten Zentrum, wie die Freunde beim Unterricht gemeinsam gewesen sind und danach gemeinsam beim Frühstücken. Und so verwandelt sich dieser ganze Tag zum Kongress. Ich erinnere mich, wie ich mit den Russen gearbeitet habe, mit den englischsprachigen Freunden, mit den türkischen Freunden, mit all den Freunden. Das war wahrhaftig ein Big Bang für mein Herz. Der größte Urknall. Und es gab nicht einen Moment, welcher größer und besser war als dieser. Ich erinnere mich auch, dass meine türkischen Freunde mich zur Sauna eingeladen hat. Die Sauna, damit ich gehe, mit tue. Wenn ich einfach diese innere Halt hier beruhige, diese äußere Arbeit. Wahrlich, es sind so tolle, besondere Momente in der Gemeinschaft hier. Der Kongress, welchen wir gefühlt haben, es war so ausschlaggebend, das hat wirklich mein Herz zerrissen. Und ich habe gemerkt, dass über die Freunde es doch möglich ist, das zu fühlen. Und diese Freude, welche es in der Gemeinschaft gibt, ist ein großer Segen, eine große Freude. Nur das. Danke, Freunde. L'chaim. 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 Gut, ich will erzählen, Oren, als er hier war, Owen, welcher jetzt den Namen Abraham hat, und der Freund Owen aus China war hier und erzählte mir eine Geschichte, dass er Möbel in die Vereinigten Staaten exportiert hat. Und er kam zu einem Ort und versuchte, eine Frau dort Möbel zu verkaufen. Und er sah, dass sie auf dem Regal ein Buch von Baal HaSulam gehabt hat. Und er fragte sie, was lernst du Kabbalah? Er sagte, nein, das bin nicht ich. Das ist mein Sohn. Er sagt, wer ist dein Sohn? Sie sagte ihm, er ist Seth. Seth ist mein Freund. Das ist mein Freund. Ruf ihn an, lass mich mit ihm sprechen. Ja, Owen, erinnerst du dich? Das war eine große Begeisterung. So gehen wir über zu Seth Beitmann. Man hat nicht viel darüber zu sagen. Dieser Mensch ist ihr geht das Herz Amerikas. Lasst uns ihn hören. Er wird zu faszinieren. Bitte, Seth, du hast das Wort. Seth, danke, Freunde. Diesen letzten Donnerstag in der Früh erwachte ich, trank ein bisschen Wasser, erwachte, um einige Übungen zu machen, Fitnessübungen. Ich nahm das Telefon, um zu prüfen, was in Wasser passiert, dort, wo ich geschlafen habe. Ich entdeckte, dass mein Freund gegen mich agiert hat und meine Gedanken kamen über mich und ich konnte mich nicht davon abwenden, warum er das getan und mein Ego hat nur mich rechtfertigt. Und Rabash, ich öffnete das Buch Rabash und habe gelesen. Und er weiß, dass er sieht, dass sein Freund ihn hasst.
Und es ist ihnen egal. Denn es sind nicht die Freunde, die mich lieben müssen, sondern ich bin es, der die Freunde lieben soll. Jeder Mensch, welcher die Kraft der Liebe zu anderen erhalten möchte, muss alle lieben. Und ich sah um mich herum und entdeckte, dass alle meine Freunde eigentlich in diesem Rabash-Artikel leben. Und ich möchte unserem Rav, den Freunden danken, welche uns beibringen zu lieben, welche uns zu gebenden Wesen verwandeln. Und ich möchte aus tiefstem Herzen danken für die tolle Möglichkeit zu lieben und zu geben, das an die ganze Menschheit. Danke und L'chaim. Uno, dos, tres, cuatro. Reuniendo nuestro clí. Dibujando en conexión. Ascendimos sin azo, como notas del amor. Instrumentos del Creador. Nimtach kav kesher kumeita. Ve'asara atzir notzah. Mivitur netina. Ma'asev kavana nishma shuvet kino David ibun alev. Let's sing as one, and we'll see how love will cover all the crimes as we. Walk together from the darkness to the light. One, two, three, four. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's sing as one, and we'll see how love will cover all the crimes as we. Walk together from the darkness to the light. Let's sing as one, and we'll see how love will cover all the crimes as we. Walk together from the darkness to the light. L'chaim. L'chaim, den nächsten Freund wollen wir über einen Clip präsentieren. Ich glaube, Vicky, wir glauben nicht, dass das eine Visitenkarte ist. Bitte ein Clip. Shido. Hello, friends. I'm going to do this in English. My Hebrew isn't going to cut it. I'm Mutlu from Petah Tikva. Hallo, Freund. Ich bin Mutlu. Ich spreche in Englisch. Amen.
mein Hebräisch ist nicht so gut. Le Baruch. Man kann so viel über diese Gruppe schreiben. Und du kannst wirklich fühlen, was geschrieben steht. Wenn du wirklich einige Minuten nur sitzt mit den Freunden gemeinsam, um zu beschreiben, was Le Baruch überhaupt ist, so Minuten und so immer, wird es nicht genug sein, um zu erklären, was der Sinn von Le Baruch ist. Ich kam zu Le Baruch im Jahre 2006. From Australia. Und ich kam aus Australien. Das ist genau im Februar. Und in diesem Monat, ihr wisst, man kommt zum Morgenunterricht. Ich habe angefangen, in die türkische Sprache zu besetzen. Und die Freunde fragten mich, für wen übersetzt du? Vielleicht hört niemand zu. Und ich sagte ihnen, sie werden kommen und sie sind gekommen. And I think the whole world should come. Und ich glaube, dass die ganze Welt kommen sollte. Die ganze Welt muss das fühlen, was wir fühlen. Dasselbe empfinden. Die Geschichte, die Mutlo gerade erzählt hat, habe ich erstmal von Semyon gehört, Zenka. Er weiß immer Geschichten erzählt. Zenka kann Gefühl vermitteln. Und er erzählte mir, wie Mutlo in einem Zimmer sitzt und übersetzt die Unterrichte von Rav in die türkische Sprache. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und er fragt ihn, für wen übersetzt du? Dort gibt es niemanden, doch der zuhört. Und Mutlo, genauso wie er jetzt sagte, sie werden kommen. Und wirklich, sie kamen und wir haben eine große türkische Gruppe. Und was für eine große Begeisterung sie uns alle schenken. Und Mutlo, lassen wir dich hören, wie wir den Schöpfer Freude bereiten. Hello, dear friends. Hallo, meine lieben Freunde. Ihr habt bereits dazu gemacht, dass ich weinen musste, bevor ich begonnen habe zu sprechen. Unser Thema ist, dem Schöpfer Genuss und Freude zu bereiten. Fragt er den Rav, woher wissen wir, dass wir ihm Genuss und Freude bereiten? Wie kann man ihm Freude bereiten? Da sagt er, wenn er auf dich weiter Raketen wirft, da sagt er, haft an der Gruppe fest. Du bist glücklich, denn der Schöpfer. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte aus Australien. Ich kam 2001 nach Australien. Wir versuchten dort, diesen Prozess des Studiums zu beginnen. Man sagte mir, komm zum Lernen. Ich sagte, ja, aber du wirst hier kommen in der Früh. Ich sagte, aber ich arbeite. Ich sagte, na, komm am Wochenende. Ich sagte, nein, weißt du, da arbeitest du wahrscheinlich in dieser Zeit nicht. Man lernt hier, sagt, um 2.20 Uhr in der Früh. In der Nacht. Das war meine erste Hingabe, Annullierung für mich, an die ich mich erinnern kann. Und da dachte ich mir, was versucht er zu machen? Wollte mich umbringen? Ich bin doch ein Single. Wollte mich umbringen. Und 2.20 Uhr in der Früh, dass jede Nacht, das war der erste Schritt bezüglich der Annullierung vor der Gruppe. Und sie haben mir so ein Gefühl gegeben. Ich glaube, dass dieser Schritt uns so sehr geholfen hat, auf dem Weg zu bleiben, weiter fortzusetzen. Wir sind so glücklich, gemeinsam mit den Freunden zu sein. Es gibt nicht einen Tag, wo ich mit der Gruppe angeschlossen habe. Verschiedene Menschen sagen viele Dinge, aber ich bedauere nichts, nicht für einen Moment. Und dann kann man ich habe immer die besten Freunde. Und dann gehen wir alle nach Israel aus Australien. Die ganze Gruppe kam nach Israel. Es ist unglaublich. Jeder Einzelne in der Mannschaft entschied, nach Israel zu kommen. Die ganze Gruppe kam hierher. Es war nicht einfach. Über Raketen, die hier fallen.
Und hier, jede Sache kann passieren, aber man hat sich an der Gruppe fest. Und das ständig ist das, woran ich mich erinnere, was wir gemeinsam festgehalten haben. Und man erhebt mich am Abend. Ich erinnere mich, ich habe meinen Fuß gebrochen. Und brachte mich zum Morgenunterricht, brachte mich zurück, habe mich nicht eine Sekunde, einen Moment noch alleine gelassen. Du kannst nicht annullieren und nicht die Gänze von den Freunden ergeben gegen so großen Freunden. Und du fühlst dich, dass du das verlierst. Du verlierst gar nichts. Wenn du dich annullierst, vorhin fühlst du, dass du verdienst, dass du alles erhältst. Dieser Zauber mit unserem Rav, Rabash, besonders Rav. Und es fehlt mir, und ich nenne ihn immer Vater. Oh. So, als ich das erste Mal nach Israel gekommen bin, habe ich ihn gefragt, Vater, was soll ich tun? Er sagte mir, übersetz. Ich habe begonnen zu übersetzen, habe nicht seitdem gestoppt, was ich von Rav gelernt habe. Du fügst nur hinzu und haltest nicht zurück, du lässt nicht davon ab, was du tust, sondern fügst nur hinzu. Und das war das, was uns im Endeffekt zum heutigen Zeit gebracht hat. Heute haben wir eine große, unglaubliche, teure türkische Gruppe. Eine Weltgruppe und Rav und Zauber und so weiter. Ich kann so dankbar, ich habe nicht nur Worte, um das auszudrücken. All diese tollen Freunde. Avio war hier. Avio ist wie ein Stein. Wirklich auf 24/7. Ganz klar, du kannst immer anrufen. Ich fühlte immer, dass ich in einer Familie stecke. Und es gibt hier tausende Geschichten, unglaubliche Geschichten der Annullierung, der Hingabe. Das ist ganz egal, was hier passiert. Du weißt, dass du den Schöpfer erfreut hast, dass er nicht aufhört, auf dich noch mehr Dinge wirft. Und gemeinsam mit der Gruppe weißt du, dass alles weitergeht wie ein Feuer. Gemeinsam mit den Freunden. Ich möchte dieser ganzen Gruppe danken. Ich will, dass wir gemeinsam sind, zusammen sind. Auf ewig, sogar hin nach dem Tod und weiter. Ich möchte, dass wir an unseren Rav denken. Dass wir an ihm denken und gemeinsam zum Unterricht für jeden Tag weiterkommen. Lechaim. שהלב, הלב, הלב רוצה כל כך אליך כשהלב, הלב משתוקק אליך שמע תפילת לב החברים שמע את שמע כל תפילתם שהלב, הלב, הלב רוצה כל כך אליך כשהלב, הלב משתוקק אליך שמע תפילה לב החברים שמע שמע כל תפילתם שהלב, הלב, הלב רוצה כל כך אליך שהלב, הלב משתוקק אליך
החבר הבא, אני אספר לכם ככה איך פגשתי אותו. Nächsten Freund, der zu dir getroffen habe. Und er ist aufgekommen, Baruch war verantwortlich für seine Wiederregistration vor dem großen Kongress voller Dinge. Und es gibt so eine Art Fonds, wie er heißt, Help Chaver. Dieser Fonds im Laufe der Jahre hat hunderte von Freunden gebracht, hunderte Freunde, welche es etwas schwer gefallen, der hat zum Kongress geführt, hat geschafft zu kommen auf genaue Weise, liebevolle, schöne Weise an jeden Freund. Und dieser Freund, welcher wirklich all diese ganzen Sachen symbolisiert, die ganze Sorge, die er hat, für jeden Freund ist Denise aus Moskau. Lass uns gemeinsam Denise hören. Denise, sag uns bitte. So viele große Freunde, die gesprochen haben. Leute haben die Größten der Generation gesprochen. Es ist das Schwerste für mich, das Herz zu öffnen. Mein Herz ist fand sich in so etwas Besonderes stark. Tolle Freunde, welche da rein können und dort ihre Handlungen. Es wird sehr schön, mit zu sprechen mit den Freunden. Die größte Generation und ich beneide sie. Nicht nur, wie sie sprechen, sondern auch, dass sie gut wie sie singen, sondern ich will sie schön übersetzen. Ich beneide sich, wie Mudlo, wie sie in der Lage sind, sich zu annullieren. Wie sie meine Freund Mudlo an sich keine Ergebnisse und trotzdem weiter übersetzt hat, mein Freund Seth. Jeder einzelne meiner Freunde, die entschieden haben, dass alles in sich steckt. Ich möchte euch als einer der Freunde ich glaube, nur meine Freunde kennen die Geschichte und keine Geschichte. Du gehst über zu nach Israel. Ich denke, sehr viele Jahre, 17 Jahre vielleicht, mit einem gewissen Moment fängt man dich so zu packen, als wärst du immer in Israel gewesen. Und ich habe einen Freund vor einigen Wochen getroffen und sagte, erinnerst du dich, ich habe in dir einen Freund gefühlt, als wir in Sitrin gemeinsam in der Küche gewesen sind. Senka hat mir gesprochen und mir gesagt, erzähl ihnen, wie es in Sitrin gewesen ist. Erinnerst du dich? Ich war nicht in Sitrin. Ich war niemals in Sitrin. Aber meine Freunde, erinnert sich, dass ich in Sitrin gewesen ist. Wie kann ich Ihnen sagen, besonders als Sie so eine Geschichte erwecken? Wie kannst du sagen, dass Sie das quasi unten haben. Wie kannst du das? Die Arbeit ist damit einverstanden, damit was die Freunde sagen. Ganz egal, wie komisch und eigenartig das für dich anhört. Dein Ohr zu öffnen, das ist, was der Lehrer dir sagt. Rabash hat Rav angenommen und angesetzt in dieser Welt gerade. Rav hat uns erhalten, ganz klar, wie wir zu ihm gekommen sind. Und die Freunde, welche mit dir sprechen, so sie werfen auf dich, auf dein Herz. Und diese Sache beruhigt dich und öffnet einen Ort für den Schöpfer. Hinter den Freunden sitzt dieser Schöpfer, diese große Kraft, welche alles erfüllt, welche einzig und allein die Herzen fordert. Sie möchte jeden Einzelnen in dem Herzen, dass all das passiert. Freunde, wisst ihr, dass alles im Herzen passieren möge?
Ich möchte mich und ich wende jeden Einzelnen von euch bitten, dass es uns überbleibt. Das ist eine Sache, was uns auf uns zu nehmen, was uns zu tun bleibt, ist diese kleine Anstrengung, diese kleine Gewicht vom Schöpfer zu bitten, uns zusammen zu sein, alles zu können, zu fühlen, dass wirklich niemanden, dass es ihn gibt. Lass uns gemeinsam das tun. Wirklich jetzt, lass uns diese Anstrengung tun, dass sein Gewicht wie ein Sesamkorn ist, und aus dem heraus, lass uns das gerade jetzt tun, wie ein Weckli vom Schöpfer. כותב הרבש, איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? Schreibt Rabash, wie kann es sein, wie ein Mann im Herzen? Ist klar, was die Weisen sagten. Genauso wie ihre Gesichter einander gleichen, genauso gleichen sich ihre Meinung nicht einander. Und wie kann es sein, wie können sie wie ein Mann im Herzen sein? Antwort. Wenn wir versprechen, dass der Einzelne sich um sich selbst kümmert, seine eigenen Wünsche, kann man nicht wie ein Mensch in einem Herzen sein, denn sie gleichen nicht einander. Jedoch, wenn alle ihre Herrschaft analysiert haben und alle sich nur um das Wohl des Schöpfers kümmerten, wenn du bist, sind ihre persönlichen Wünsche nicht mehr vorhanden, dass alle individuellen Wünsche sich annullierten und alle in die Herrschaft des Individuums gekommen sind. Freundliches zu kämpfen.